Hier seht ihr jetzt das Altteil von der ersten Seite. So, war doch ganz einfach. Damit es auf die gleiche Länge kommt und eure Spur. Das Ganze haben wir uns hier aus so einem ganz normalen Maulschlüssel gebaut. Hier wollte ich euch das Ganze jetzt nochmal ganz kurz zeigen. Sie nimmt das auch noch auf. Ja. So, super, danke. Hallo Freunde, heute werden wir mal wieder T4-Content produzieren. Nicht an Oscar, weil der läuft momentan echt hervorragend. Aber Malte und Gesa haben ein Problem und zwar waren sie beim TÜV. Und die beiden Spurstangen müssen neu, weil die innere Gelenke wohl ausgeschlagen sind. Diesmal haben wir sogar ein bisschen Luxus. Und zwar haben die Freunde, die eine schöne, oh, guck mal, super Scheune haben, wo wir zusätzlich auch eine schöne Hebebühne haben. Hier seht ihr jetzt das Altteil von der ersten Seite. Wir sind das einfach schon mal angegangen, damit ich euch auch genau zeigen kann, was genau gemacht werden muss. Das ist also das Teil, was wir komplett ausgetauscht haben. Und das ist das Gelenk, was beim TÜV angesprochen wurde. Theoretisch hätte man jetzt den Spurstangenkopf abschrauben können und nur die Spurstange plus das Gelenk austauschen können. Aber das wäre natürlich ein bisschen Quatsch, wenn man eh schon dabei ist. Das heißt, der Spurstangenkopf kommt auch neu. So sieht das Ganze dann neu aus, wenn ihr das bekommt. Das ist der Spurstangenkopf. Und damit euer Fahrzeug zumindest einigermaßen gerade fährt, müsst ihr diese beiden Teile quasi so zusammenschrauben, wie das ausgebaute Teil ist, damit es auf die gleiche Länge kommt und eure Spur einigermaßen gleichmäßig ist, so wie vorher. Allerdings müsst ihr nach dem ganzen Vorgang trotzdem zum Spur einstellen in die Werkstatt, weil das ist nicht so einfach machbar ohne spezielle Werkzeuge. Aber jetzt mal weniger Geschwafel, wir gehen ran und ich zeige euch, wo das ganze Ding hinkommt und was wir genau machen müssen. Als allererstes müssen wir natürlich das Rad abnehmen, damit wir da überhaupt erstmal gut rankommen. Hier könnt ihr jetzt ganz gut die Spurstange erkennen. Hier vorne ist der Spurstangenkopf drauf. Die Mutter muss gelöst werden und im hinteren Bereich seht ihr diese Manschette, die kommt auch im Endeffekt neu, aber die müsst ihr jetzt als allererstes lösen, damit ihr auf das innere Gelenk kommt. Hier könnt ihr jetzt dieses Gelenk ganz gut sehen. Ihr könnt aber nicht erkennen, dass hier drauf quasi der Schlüssel kommt und das ist ein ganz spezieller. Das Ganze haben wir uns hier aus so einem ganz normalen Maulschlüssel gebaut. Das ist eine 36er Maulschlüssel, der auf einen 34er verkleinert wurde, weil das Ganze ist ein 34er Schlüsselweite, beziehungsweise es soll angeblich auch 32er Schlüsselweite geben. Also legt euch nicht darauf fest, sondern besorgt euch einen 34er und einen 32er, wenn ihr das Ganze machen wollt, oder guckt einfach bei euch, was es ist. Und jetzt können wir hier quasi Knarrenverlängerung reinstecken und können somit von hier aus super gut agieren und das Gelenk lösen. Wo ist sie denn? Um den Spurstangenkopf vernünftig rauszukriegen, kann ich euch ganz ans Herz legen, dass ihr so eine Trenngabel in euch besorgt. Da werde ich euch unten meine Videobeschreibung Set verlinken. Da sind drei verschiedene Größen drin bei mir jetzt. Und das hilft euch auf jeden Fall und das zeige ich euch jetzt auch mal. Perfekt. Und du bist sicher, dass ich das auch gut mache? Ja. Wir sind drauf. Um jetzt die ähnliche Länge hinzukriegen, legen wir das Ganze einfach auf den Tisch und legen den neuen auch daneben und versuchen halt, dieses Gewinde genau auf die gleiche Länge zu kriegen, wie die Spurstange, die sie vorher drin war. Denkt nur dran, vorher diese Manschette hier drauf zu machen, weil die kriegt ihr nachher über den Spurstangenkopf nicht mehr drüber. Hast du es drauf? Warte mal, vielleicht kann man dieses Bild noch mal treffen. Mit dem Nageleinriss. Ja, muss jetzt erstmal ins Krankenhaus, also geht später weiter. Wieso ging das bei dem anderen so einfach? Mach ich doch wieder am Fahrzeug. Das fiel mir auf jeden Fall besser als jetzt.
So, war doch ganz einfach. Jetzt setzen wir die Spurstange wieder an und drehen das Innengelenk einfach fest. Um den Spurstangenkopf zu befestigen, benutzen wir jetzt 55 Newtonmeter. Das machen wir jetzt mal. Habe ich nicht gemacht gerade. Was denn? Ich habe gerade die Manschette gerade so. Ging so schwer drauf. Hier wollte ich euch das Ganze jetzt noch mal ganz kurz zeigen. Also das ist das Innengelenk von der Spurstange. Das ist dieses selbstgebaute Werkzeug. Und hier könnt ihr das halt drüber setzen, so dass das genau passt. Und mit der Verlängerung habt ihr ja gesehen, das Ganze lösen bzw. auch festziehen. Festziehen tut ihr das innere Gelenk oder die Schraube hier mit 70 Newtonmeter. Walter, was machst du da jetzt? Ich mach jetzt den Kabelbinder über die Manschette. Wo du noch gedacht hast, da brauchen wir eine Muffe? Schelle. Schelle. Bin ich schwarz im Gesicht? Nee, musst du mal in die Maske? Nee. Ich dachte gerade, ich. Ja. Zu guter Letzt machen wir den Reifen noch dran und dann sind wir auch schon fertig. Geht so, was machen wir jetzt noch? Ölwechsel. Ja, Freunde, das mit den Spurstangen hat wunderbar funktioniert, ging auch echt zügig und jetzt wollten wir nochmal kurz einen Ölfilterwechsel machen, beziehungsweise einen Ölwechsel machen und der Ölfilter ging einfach nicht ab. Wir haben sogar die große Mutter unten abgerissen von dem Ölfilter selber, der war nur punktaufgeschweißt. Ja, jetzt geht das Ding so in die Werkstatt, weil es muss eh noch was in der Werkstatt gemacht werden, wo wir nicht beigehen wollen für den TÜV. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen, ihr habt ein paar Tipps mitgenommen. Und alle Beteiligten hier sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Auch vielen, vielen Dank nochmal an Jonas natürlich, dass wir hier die Halle und die Hebebühne benutzen durften. Ist eine Riesenhilfe natürlich immer. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben dafür. Und falls ihr mehr sehen wollt, abonniert doch gerne den Kanal. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Also, haut rein!